diesem Jahr haben wir ca. 400 Gäste gehabt. Und da hat es natürlich viel Wäsche gegeben. Aber unsere Gäste haben so toll mitgeholfen. Da bin ich manchmal schon arbeitslos gewesen. Auch bei mir in der Küche gab es viel Arbeit, aber auch viele helfende Hände und jede Menge Geschirr. Ihr wisst ja, das Kloster zum Mitspülen. Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei den vielen ehrenamtlichen Helfern, die immer da waren und hier kochten, als ich unterwegs sein musste. Ja, in diesem Jahr habe ich gleich zwei Geburtstage feiern können. Einmal bin ich selber zum reifen Alter von 70 Jahren gekommen. Und das haben wir gefeiert zugleich am gleichen Tag mit dem 10-jährigen Jubiläum unserer Reihe Musik im Kloster, die schon so lange besteht. In dieser Serie habe ich sehr viel Freude, wird auch gut angenommen von der Bevölkerung. Also der 80. Geburtstag habe ich gefeiert. Gesundheit so gut ist und bin froh, dass alles so gut gegangen ist in meinem Leben. Ich bin jetzt 18 Jahre hier, bin immer noch gern da, habe viele Leute kennengelernt. Also Stühlingen ist interessant, man erlebt vieles und gute Begegnungen. Manche, die man jahrelang nicht mehr gesehen hat, kommen wieder. Und ist immer schön beim Treffen. Wir haben dieses Jahr echt viel Arbeit mit den Tieren gehabt. Aber am meisten haben wir die Küken Freude gemacht, die dieses Jahr geschlüpft sind. Und wisst ihr was? Unser Klosterlädele, das wächst und gedeiht und das finde ich echt klasse. Genau. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir viele schöne neue Produkte haben, die wir alle in Handarbeit hergestellt haben, teilweise zusammen mit unseren Gästen und so eine reiche Auswahl bieten können. Unser Klosterjahr war insgesamt ein tolles Jahr mit vielen Gästen, mit tollen Begegnungen und mit einem harmonischen Miteinander in der Gemeinschaft. Wir Brüder und Schwestern haben in Stühlingen hier mit Gästen wunderschöne Weihnachtsfeiertage miteinander erlebt. Jetzt im Moment haben wir 18 Gäste, mit denen wir das alte Jahr zu Ende bringen und ins neue Jahr einsteigen. Ich wünsche euch, die ihr jetzt dieses Video anschaut, gute Gesundheit, Gottes Segen fürs neue Jahr, ein persönliches Wachstum und dass all das in Erfüllung geht, was ihr euch persönlich wünscht für euch im neuen Jahr. Und es wäre schön, wenn wir Brüder und Schwestern euch hier in Stühlingen auch im neuen Jahr wieder begrüßen dürfen.